Der namenlose Held ist ganz, ganz tief im Orkgebiet der Minenkolonie. Hier hatten einige Schamanen, Ork-Schamanen, im Baströckchen um diese Säule getanzt. Da oben ist irgendwas drauf, das die Tür zum Schläfertempel öffnet, wenn man es da runternimmt. Zumindest habe ich den guten Urschak so verstanden. Aber es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit, in den Schläfertempel reinzukommen, nämlich irgendwelche Zauber einzusammeln, die die Schamanen, die hier waren, irgendwo hatten. Tja, und hier ist dann vielleicht die Tür, die aufgeht. Keine Ahnung. Da vorne stehen auch noch ein paar Orks. Und ja, ich werde mich erstmal um die letzten Orks kümmern, damit die mir nicht in den Rücken fallen, falls irgendwas ganz, ganz Schlimmes passieren sollte. Was wir aber nicht hoffen wollen. Und ich brauche Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Da, ba, da, da, da. Komm hier, Gluck. Und Gluck. Jawohl. Was seid denn ihr für welche Tempelkrieger? Das ist schlecht, aber sie sind nur zu zweit. Jetzt muss ich die Beine in die Hand nehmen. Da kommen zwei Tempelkrieger mit Uk, Uk, Wutschatschan hier. Siehst du? Sag ich doch. Das Problem ist, wenn die zu zweit sind, dann. Oh, da habe ich euch abgehängt. Ihr seid an der Kante da hängen geblieben, wie eure Vorväter oder Vorgänger. Väter waren es wohl kaum. Oder ihr seid gar nicht. Aber ich habe doch hier Mutschatschanjo gehört. Da muss doch einer wenigstens mir hinterhergelaufen sein. Ist ja komisch. Nee, die sind gar nicht weit gekommen. Aha. Na dann. Der da ist angezählt. Ah, toll. Die teilen sich den Schaden gerade. Ja, jetzt habe ich ein Problem mit Mana. Ja, genau. Das siehst du wohl auch so, dass ich ein Problem mit Mana habe. Gut, der ist da unten und findet den Weg nicht. Soll mir recht sein. Wutschatschanjo. Wenn ich den nochmal ins Target bekomme, dann kann ich ihn lähmen und runter rasieren. Jawohl. Und dann kann ich auch plündern. 700 weitere Erfahrungspunkte. Ich finde zweimal Kruschbrocktar, kann ich jetzt schon sagen, und einen Becher 14 Münzen und einmal Seraphis. So, upsala, so wie. Einmal Essenz magischer Energie, drei Höllenpilz und ein Orgblatt. Und ihr habt auch irgendwas bewacht. Da war irgendwas Unsichtbares. Was ist denn das? Ach, ihr Orks, was baut ihr denn hier für Sachen? Weg. Schluck was. Ich schau mal um die Ecke hier, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Ist das der wirkliche Eingang zum Schläfertempel oder was soll das sein? Oder ist das alles unterirdisch miteinander verbunden? Die Höhle, die ich rechts hatte, wo die Schamanen waren und das hier jetzt. Das sieht schamanisch aus. Das ist aber keiner. Oder? Nee. Hier ist es auch zu Ende.
Nee, gar nicht wahr. Boah. Ich bin überfragt, was das sein soll. Telekinese wird helfen. Hier geht's auch noch runter. Und da geht's auch noch weg. Hier können überall Orks sein, ob ihr den Rücken fallt. Das ist total gefährlich. Da unten ist eine Truhe. Das habe ich gesehen. Hier oben ist gar nichts, sagt Telekinese. Also von da kam ich. Das hier ist leer. Da ist auch eine Kiste. Ein Feuer knistert fröhlich vor sich hin und die Kiste wird aufgemacht. Geht das? Jawohl, ich finde einen orkischen Teleportzauber. Zweimal Feuerball, einmal Feuerregen, einmal Feuersturm, fünfmal Licht, dreimal Heilung und dreimal Verwandlung in einen Orkhund. Einen orkischen Teleportzauber, das ist interessant. Damit könnte ich mich hinter ein geschlossenes Tor teleportieren, um dann von innen irgendwie das Tor aufzumachen. So ähnlich wie auf dem Orkfriedhof. Hier geht's runter, da habe ich auch was gesehen. Auch hier ist niemand. Aha. Na dann. Ich finde 4 Drachenwurzeln, 3 Eichenblatt, 5 Mondschatten und 4 Heilkräuter. Schade, dass keine Dunkelkräuter dabei sind. Das würde nämlich nochmal mächtig Mana geben, und zwar permanent. Durch das Rezept Elixier des Geistes. Licht. Dann ist hier noch ein Kämmerchen. Ich fühle mich sicher im Moment. Dunkelkraut, Dunkelkraut, Dunkelkraut. Wobei, nee. Das Räumchen mit den aufgehängten Kräutern war das andere. Hier muss irgendwas drin sein, was nichts mit Kräutern zu tun hat. Zum Beispiel Essenz magischer Energie 10 Stück, 5 Extrakte und 3 Elixiere noch dabei. Und heilender Kraft Essenzen 10, Extrakte 5 und Elixiere 3. Ja, ist nett, aber reißt mich nicht vom Hocker. Dann war vielleicht die Spruchrolle mit dem orkischen Teleportzauber das, worauf Urshak angesprochen hat. Ja, das könnte sein. Aber vielleicht finde ich ja in dem anderen Teil da hinten auch noch was. Also hier ist nichts mehr, wo ich weiter muss, meiner Ansicht nach. Aber da drüben ist einmal so ein Drachenrippen-Gerippe-Tür mit einem Gitter. Da muss ich bestimmt weiter. Und da oben ist dieses seltsame Idol, was ich runterziehen könnte, um hier irgendwas zu öffnen, angeblich. Das wäre im Zweifel sogar die sicherere Variante. Aber erstmal da runter schauen. Also ich nehme an, das ist der Eingang zum Schläfertempel. Ganz einfach, weil er verschlossen ist, als einziger hier. Und jetzt gehe ich mit Telekinese am Finger hier unten mal lang. Da war ich schon mal durchgerannt auf der Suche nach dem letzten Ork-Schamanen. Das ist relativ groß. Da waren damals keine Gegner. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Da ist ein Horn. Aha. Ein Thron mit einem Horn drauf. Das ist irgendwie... Es riecht ja fast schon nach Falle. Hier ist eine Kiste. Mit 4-mal Krusch Waruk, 2-mal Krusch Pach, 3-mal Krusch Urok, 1-mal Krusch Brokda und 1-mal Krusch Karok. Das ist neu. Licht. Das Horn lasse ich erstmal liegen. Das nehme ich ganz zum Schluss. Was ist das? Hier bin ich nicht reingerannt, oder? Oder doch? Doch muss ich wohl, weil das der einzige Ausgang ist. Dunkelkraut. Hier ist es so dunkel und feucht. Hier möchte Dunkelkraut wachsen. Das hier ist doch
keine Weggabelung, richtig? Ich kann doch hier einmal um diese Säule rundherum laufen und dann bin ich genau da, wo ich war. Ja. Gut, keine Gabelung, alles klar. Hier rechts geht's weiter. Was ist links hier? Gar nichts. Auch weiterhin nur ein einziger Weg, den ich gehen kann. Und der führt mich... Ja genau, hier bin ich lang gerannt. Rachestal. Dich hätte ich ganz gerne. Und da hinten ist ein Krusch... Agasch, das steckt da in der Wand. Oder in den Überresten von demjenigen, der an die Wand gekettet wurde. Ach, da sind auch... Da sind auch Hebel. Oder Schalter. Weg. Hier. Oh, das muss mega laut sein. Und hier das. Wie? Ich hab doch da jetzt... das ist komisch. Naja, da ist Rachestahl. Und ansonsten ist hier gar nichts. Und ich frage mich gerade, wie ich eigentlich die Zelle in meinem Rücken aufbekommen soll. Ist hier irgendwo noch ein versteckter Schalter? Komisch, wenn ich mit dem Licht ganz nah an die Wand rangehe, wird es dunkler. Vielleicht kann immer nur eins aufgehen. Aber das kriege ich auch nicht wieder zu. Nee. Auch mehrmaliges Drücken hilft nicht. Also auf dieses Ding, da kann ich zur Not verzichten, aber das wäre die erste Stelle im gesamten Spiel, wo man nicht hinkommt. Da muss man hinkommen können. Irgendwo ist noch ein versteckter Schalter. Irgendwo. Leider zeigt den Telekinese auch nicht. Da muss man echt jetzt mit wachem Auge die Wand absuchen. Und das ist nicht wirklich leicht. So, hier bin ich in diesem Planschbecken unterhalb dieses Gitters, wo oben die beiden Tempelkrieger waren. Nehme ich an. Jawohl. Und damit ist hier auch Schluss. Mehr gibt's nicht an Räumlichkeiten. Ich kann jetzt nur noch einen Weg suchen, diesen Schalter, also dieses Gitter aufzumachen mit irgendeinem Schalter. Und ich kann das Horn nehmen. Mehr habe ich nicht mehr zu tun hier. Und ich finde hier auch nichts. Keinen weiteren Knopf. Schade. Tja. Ach, wieso ist denn jetzt wieder... Das ist ja komisch. Geht's jetzt? Nee. Oder wenn ich jetzt weggehe, geht dann das Gitter runter? Dass das irgend so eine Verzögerung hat oder dass ich einfach weg sein muss, damit das passiert? Es wäre seltsam, aber das probiere ich mal gerade aus. Ich habe jetzt einmal gedrückt, jetzt laufe ich hier hinten bis zur Wand. Anschlagen wie beim Wettschwimmen und dann zurück. Ich gehe aber nicht davon aus, dass jetzt die Wand da, also das Gitter links weg ist. Das geht irgendwie anders. Ja. Ich habe hier gedrückt. Passiert nichts. Wenn ich hier nochmal drücke, Licht. Passiert gar nichts mehr. Es wird immer obskurer.
Das verstehe ich nicht. Muss ich mal recherchieren, wie das geht. Die naheliegendste Variante wäre, hier gibt es irgendwo noch einen Hebel und einen Knopf, aber boah, da kann ich ja lange suchen. Ist das hier eigentlich eine Fackel? Nee, kann man nicht anmachen. Ja, dann geht's jetzt zurück zu diesem Thronsaal. Ich glaube, ich werde hier ja nochmal herkommen. Vielleicht habe ich dann mal zwischendurch, wenn ich aus dem Spiel draußen bin, die Muße und die Erinnerung mal zu recherchieren, wie man dieses Gitter da aufbekommt. Na gut. Ich schaue mir mal gerade diesen Rachestahl an, den ich gefunden habe. Wo ist der? Da. Rachestahl, richtig teuer. Eine Zweihandwaffe sogar. Oho. Brauch Stärke 90. Könnte ich sogar die Hand nehmen. Hihi. So, dann würde ich gerne mal das Horn nehmen, vorher speichern. Na dann. Horn. Was ist das? Wahrscheinlich irgendwas Magisches oder bei Verschiedenes. Da oben ist es. Es ist ein Horn. Ich kann das benutzen. Es war vielleicht keine gute Idee, das zu benutzen, wenn das Orks anlockt. Noch was hier auf dem Thron? Nee, das ist nur ein Sitzkissen. Das Fell irgendeiner kleinen, armseligen Kreatur. Ja. Jetzt hätte ich eigentlich nur die Idee, mit dem Teleportzauber zu arbeiten, aber das ist irgendwie gefährlich. Deswegen würde ich doch eher die Variante bevorzugen, die Statuette da runterzureißen. Das soll ja angeblich auch funktionieren. Und das Horngetröte hat jetzt nicht irgendwelche Orks hier erscheinen lassen, oder? Nö. Dann hau mal die Statuette da runter. Bumm. Geht gar nicht kaputt. Schade. Was ist denn das? Die kann ich auch einpacken. Statuette. Diese Figur stellt ein unförmiges Wesen dar, das eine Maske trägt. Die Maske wird von 6 großen Stacheln gesäumt. Das hat auch irgendwas zu sagen. Vielleicht ein Bildnis des Schläfers. Wer weiß. Ist jetzt das Tor offen? Nee. Sauerei. Naja, mit orkischem Teleportzauber würde ich das wohl schaffen, aber... Oh, hier. Hebel. Die Statuette bewegt den Hebel. Wie macht sie denn das? Speichern. Sehr mysteriös. Licht. Hier irgendwo sind ja auch diese Untoten dann. Stimmt das? Habe ich nicht irgendwie Untote vertreiben? Rune von Xardas? Kreis 5. Ja, kann ich völlig vergessen. Scheiße. Dann halt Kugelblitz. Das sieht tempelig aus. Aber wo? Ist hier irgendwer? Und nein, ich bin auch nicht auf dem Weg zum Endkampf, weil dafür braucht man irgendeine Waffe. Das weiß ich noch. Da kommt dann der Erzhaufen wieder ins Spiel. Also irgendwie muss der Held ja gleich irgendwas erfahren, wo es dann heißt, ja, geh mal zurück zu Xardas. Neuer Tagebucheintrag. Jetzt bin ich wohl im Schläfertempel. Notizen. Weg. Nee, Weg in den Schläfertempel, nicht Weg in den Schläfertempel.
Es ist mir gelungen, in den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. Und Licht. Ganz dringend Licht. Auweia. Ich habe hier nicht wirklich gut die Möglichkeit zu fliehen. Gegen Untote wird doch bestimmt Feuer besser sein, oder? Feuerball ist auf der 4. Oh nein. Das ist total gruselig. Oh je, oh je. Ich bin hier da nie und nimmer allein. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Spiel. Das glaube ich ja nicht. Ich bin hier nicht alleine. Ich bin hier nicht alleine. Ich bin im Schläfertempel, aber nicht alleine. Da drüben ist irgendwas. Hier rechts ist irgendwie nur eine relativ grobe, unbehauene Wand. Ja, und hier geht's dann. Au, weia. Ganz, ganz kräftig nach unten. Ein gähnender Schlund. Und der hat auch keine Rampe, der fängt hier einfach an. Ach, das geht quer hier rüber, das ist ein riesiger Riss. Ich komme da gar nicht auf die andere Seite. Ach so. Ach, brauche ich jetzt etwa den Teleport-Zauber? Hier gibt es keine Brücke, oder? Oder doch? Doch, hier ist irgendwas. Ah! Check das nach. Doch hier, die umgestürzte Säule, Licht. Okay, upsala. Ich habe immerhin Platz zu laufen. Wenn ich jemals wieder diesen Obelisken hier treffe. So, andere Seite. Und ich komme auch wieder zurück. Ich habe ja auch Teleportationsruhen. Das ist alles nicht so schlimm. Das haben also die Orks ihrem Dämon gebaut, von dem sie der Ansicht sind, dass er nicht böse wäre. Nur Urshak vertritt diese Ansicht, aber nicht die anderen Orks. Obwohl dieser Dämon ihnen diejenigen Schamanen, die ihn beschworen haben, die hat er zu Untoten gemacht. Und alle Arbeiter ebenso. Aber das ist ja kein Indiz dafür, dass jemand böse ist. Nein, das würden ja auch gute Dämonen so machen. Also gute Wesen mit Dämonenkräften. Kann ich hier rauf? Ja, kann ich. Bisher ist es einfach nur leer. Aber hier diese Tür, die will ja irgendwas sagen. Die will irgendwas heißen. Und vielleicht sollte ich eigentlich eher mit Telekinese hier langlaufen, richtig? Ja, zeigt aber auch nichts. Dann kann ich wohl nur da weitergehen, durch diese Tür. Und ich werde es tun. Im nächsten Teil. Bis dahin.